Guten Morgen! Lenny Kravitz, die geile Sau, hat vor ein paar Tagen auf Facebook gepostet, dass er seit 2 Monaten rohköstlich unterwegs ist. Und ich möchte dir sagen, warum es genau heute der richtige Zeitpunkt ist, auch für dich mit der Rohkost anzufangen. Die Sonne strahlt, das Wetter wird Tag für Tag besser, ich schwitze jetzt schon wie ein Schwein vor der Kamera und entsprechend sprießt überall das Grüne aus allen Ecken und damit die Lebenskraft und die Energie der Erde. Unverfälscht und unverarbeitet. So wie jedes andere Lebewesen, was in der Natur lebt und nicht von Menschen gehalten wird, seine Nahrung zu sich nimmt. Und wenn man sich natürlich ernährt, dann hat man eben auch eine viel, viel größere Chance natürlich zu leben und dann eben auch natürlich zu sterben. Dann leidet man eben viel weniger an sogenannten Zivilisationskrankheiten, die eben vor allem durch unnatürliche Ernährung initiiert und katalysiert werden. Siehe dazu auch mein Video zum Krebs. 2/3 aller Krebsfälle entsteht durch falsche Ernährung. Was auch nicht verwundert, da man ja quasi mit der Ernährung wächst und die Zellen durch die Elemente in der Ernährung quasi entstehen. Aber es ist nie zu spät, denn aller 7 bis 10 Jahre hat sich ein Mensch durch die Zellneubildung nahezu komplett erneuert. Das bedeutet, egal was dein aktueller Status quo ist, egal wie viel krankes Gewebe du in dir hast, ob du jung bist oder ob du alt bist, es ist immer die Möglichkeit anzufangen. Und entsprechend dann die Grundbausteine deiner physischen Existenz, die Zellen neu und stabil zu bauen. Und was die beste Nahrung für dich ist, dafür brauchen wir nicht 50 Jahre zu warten, bis dann eventuell die ersten Langzeitstudien einer veganen Rohkost existieren, sondern wir schalten einfach unseren natürlichen Menschenverstand ein. Weg von all dem, was uns die Industrie und was uns die Wissenschaft gesagt hat. Einfach was sich wirklich gut und richtig anfühlt. Und dann frage ich euch, wie fühlt sich das an, direkt die Nahrung zu konsumieren, also das Obst von dem Baum zu pflücken, direkt aus dem Garten den Spinat zu ernten und zu einem knackigen Salat zu bereiten, direkt in den Tiefen des Waldes sattes, saftiges Grün zu pflücken und damit die Verbundenheit zu der Natur zu spüren. Wie fühlt sich die Rohkost an. Für mich gibt es überhaupt keinen Zweifel daran. Auch gerade nach den letzten 1,5 Jahren, insbesondere den letzten 4 Monaten, wo ich fast ausschließlich rohe Nahrung zu mir nehme, dass dies die beste Ernährungsweise ist. Dazu brauche ich keine Langzeitstudien. Ich fühle mich besser, befreiter und auch eben naturverbundener. Alles was gegen die Rohkost spricht, kommt vom Denken des Menschen, von irgendwelchen Überlegungen oder Ängsten. Das was für die Rohkost spricht, ist neben den Argumenten der Natürlichkeit, der Reinheit und der Vollwertigkeit das Grundgefühl, dass man sich eben artgerecht ernährt. Aber auch hier möchte ich unbedingt darauf hinweisen, dass nicht jede Rohkost, die man, also es gibt da verschiedene Ernährungsformen innerhalb der Rohkost, dass nicht jede dieser Rohkost-Ernährungsformen eine optimale Ernährung bedeutet. Bestes Beispiel sind Öle. Wenn das Öl in einer Olive gesund ist, da das Öl in seiner von der Natur designten Umgebung, also der Olive, als solches aufgenommen wird, ist das Überschütten des Salats mit Massen an verarbeiteten, ausgepressten Oliven genauso suboptimal, wie man extrahierten Fruchtzucker nutzt. In der Pflanze, in der natürlichen Umgebung ist immer, egal bei welchem Stoff, die beste Wahl. Auch ist die von der Natur designte Makronährstoffverteilung sicher kein schlechter Ratgeber. Fast alles Obst und Gemüse haben einen extrem hohen Anteil an Kohlenhydraten und nur bis eben auf ein paar wenige Ausnahmen kaum Fett oder Proteine. Wie gesagt, ich argumentiere hier bewusst nicht mit Denaturierung von Eiweißen oder biochemischer Verwertbarkeit der Nahrung oder irgendwelchen anderen wissenschaftlichen Ansätzen, weil es dazu genauso wieder immer diese Gegenargumente gibt und dann redet man sich tot und letztlich bleibt man bei der Ernährungsform, die man jetzt gerade hat, weil die ja irgendwo auch als positiv dargestellt wird. Und natürlich ist jedem bewusst, dass es verschiedene wissenschaftliche Ansätze gibt zu einer gesunden Ernährung, die eben auch ganz gut klingen. Aber heute möchte ich euch wirklich mal, an euer Grundgefühl appellieren und euch Mut machen, einfach mal für eine gewisse Zeit die Rohkosternährung zu stellen bzw. diese zu erfahren. Idealerweise für 2 Monate zu 100%, weil das meine Erfahrung ist. Oder eben mal ein paar Rohkosttage einlegen. Nur bis zu dem Zeitpunkt, wo ihr wirklich diese Erfahrung wie Rohkosternährung ganzheitlich auf euren Körper wirkt, machen könnt. Ihr habt meinen Weg vom Fleischesser zum Rohveganer mitbekommen. Ihr wisst, ich bin nicht gezwungen worden, mich überwiegend roh zu ernähren durch eine Krankheit oder sowas. Ich wollte ja noch nicht mal am Anfang wirklich lange Veganer sein. Ich wollte es ja noch mal ausprobieren. Und Sonntag, erinnert euch an mein Tagebuch. Und Sonntag wollte ich auf jeden Fall bei meinen Eltern immer noch den Braten essen. Ne? Also auf keinen Fall 100% vegan und sowas. Kennt ihr alles? Wie gesagt, ich verlinke euch nochmal Tag 1 vom Tagebuch. Schaut euch mal die ersten Tage an. Da seht ihr, was ich für ein Mensch gewesen bin. Und entsprechend, und ich habe
quasi zufällig gemerkt. Ich habe nicht das gesagt, oh, das ist Rohkost, doch mal. Ich habe zufällig gemerkt, dass als ich die Rohkosttage hatte, dass ich mich das ja gut gefühlt habe. Aber natürlich immer auch ja, die Gelüste nach gekochter Nahrung weiter gehabt, das ist klar. Meine Kämpfe mit dem Rohkostgeist sind vielleicht dem einen oder anderen da auch noch in Erinnerung. Ich habe einfach die Erfahrung gemacht und ihr habt daran teilgehabt. Und ihr seht es auch weiter live, ja, wie ich eine verschiedene Ernährungsform quasi in mein Leben integriert habe und was dann passiert ist. Ich inkludiere auch im Gegensatz zu anderen Veganern auch immer noch die Möglichkeit, dass vegane Ernährung oder sogar auch die Rohkosternährung, mit der ich mich jetzt total gut fühle, einfach plötzlich Langzeitschäden hervorruft und ich dann abwägen müsste, inwieweit ich mich gerade bei Veganen weiter schädige aufgrund meiner ethischen Überzeugung. Ne? Aber das würde ich live, das kriegt ja live mit. Ne? Das sind Erfahrungen. Das sind nicht irgendeine Überzeugung, die ich irgendwo abgelesen oder sonst was habe. Ich habe angefangen und da wusste ich vielleicht zwei, drei Wochen, was überhaupt ein Veganer ist. Ich habe einfach angefangen erfahren. Natürlich erscheinen mir die, dass sie jetzt sozusagen Langzeitschäden bekommen bei Rohkosternährung und Veganer, unwahrscheinlich. Und es spricht auch meiner Meinung, auch von der wissenschaftlichen Seite her, nichts dafür. Und ich weiß, diese Einstellung ruft bei vielen Unbehagen hervor. Es könnte eventuell auch negativ sein. Aber ein Kernelement meiner Persönlichkeit ist die Demut vor eben der Begrenztheit des Menschen, der Begrenztheit meines Denkens und das Wissen, dass der Mensch nichts weiß. Aber daher könnt ihr euch auch eben sicher sein, dass ich zu 100% ehrlich und offen euch meine Erfahrungen poste und ja, wenn ich was verkaufen will, dann sage ich euch auch, dass ich etwas verkaufen will. Ne? Und dann sage ich euch auch, was ich damit verdiene. Und wie gesagt, ich bin offen und ehrlich zu euch und versuche diese Erfahrung anzunehmen. Sagen, hey, das ist eine echte Erfahrung, weil vieles von dem, was ihr hört, bei YouTube, in Büchern oder was, ist bla bla bla, ich will viel verkaufen. Das was ich bringe hier jeden Tag, wovon ich berichte, das ist echte Erfahrung, das ist zu 100% real und das müsst ihr oder solltet ihr in eurem Leben mal anerkennen, dass ich vom Fleischesser zum Rohköstler geworden bin aufgrund von Erfahrung und aufgrund von einer positiven Sache und von daher probiert das doch wenigstens mal aus. Ne? Und wenn dieser Kanal auch nicht mal diese Offenheit und Ehrlichkeit repräsentiert, dann ist sowieso Schluss. Also das ist für mich so eine absolute Grundbedingung. Ne? Video oben, warum Offenheit wichtig ist, nicht nur im YouTube-Kanal, sondern auch im Leben. Ja, das habe ich euch zu Genüge mitgeteilt. Ja, deswegen sage ich euch auch ganz deutlich, dass die vegane, fettarme Vollwertrohkost die Ernährungsform ist, die sich für mich ganz klar am besten anfühlt. Und es wäre einfach schade, wenn ihr der Sache nicht wirklich wenigstens eine Chance gibt. Ihr habt doch nichts zu verlieren, sondern ihr werdet Erfahrungen machen, die euer Leben kompletter und auch zufriedener machen werden. Denn mit jeder Erfahrung, egal ob positiv oder negativ, justiert man sich besser und kann aus einer gefestigteren Basis operieren. Und wer weiß, eventuell werdet ihr durch die Rohkost auch so cool wie Lenny. Wer weiß das schon. Nehmt nicht alles so ernst, was die Menschen über die Ernährung sagen, denken und wie sie darüber debattieren. Aber nehmt euch ernst genug, dass ihr Erfahrungen sammelt und ja eben auch der veganen, fettarmen Vollwertrohkost auch ja, den Respekt erweist, um das mal auszuprobieren. Oder euch den Respekt erweist. Und Erfahrungen. Das ist so mit das Wichtigste im Leben, dass ihr euch auf körperlicher und auch auf geistiger Ebene ja, näher an die Natur ranbringt, eher echt sind, weil ihr mehr lernt im Sinne von erlebt, erfahrt und ihr werdet eurem Leben auch eine neue Qualität geben durch Erfahrung. Wenn ihr immer nur auf derselben Bewusstheits- oder Bewusstseinsebene operiert, ja, dann werdet ihr euch nicht entwickeln, dann könnt ihr euch nicht zur Natur entwickeln und werdet eben so wie ihr von euren Menschen, von euren Eltern, von der Gesellschaft konditioniert seid, dann werdet ihr so leben und sterben. Da kommt ihr nicht auf dieses Level verbunden mit der Natur sich zu fühlen. Und das sind eben die Dinge, die ja natürlich sind. Wir wissen, dass der Tod natürlich ist, ja klar, wissen wir. Aber wir fühlen das nicht. Wir fühlen, oh, Tod ist was Schlimmes. So, und wenn ihr da hinkommen wollt, zu sagen, okay, ich möchte das, was eigentlich logisch ist, das auch erfahren, erfüllen, dann müsst ihr Erfahrungen sammeln. Das wird sonst nichts. Ne? Also, auf jeden Fall diese Experimente und diese Erfahrungen ganz wichtig auf sowohl der Bewusstheitsebene, also dem Denken, als auch im Bewusstsein, den Gefühlen. Es ist nur ein Test und ja, am Anfang ist es in der Tat wichtig auch 100% Rohkost zu essen, bis man eben die Erfahrung und das Körpergefühl kennengelernt hat. Dann kann man auch einfach ja, den Anteil einfach so hochhalten und durchaus auch seinen Gelüsten auch mal nachgeben, aber dieses dann eben auch bewusst. Das Leben besteht sowieso immer nur als Abwägung, aber man muss die Dinge auch klar kennenlernen, zwischen denen man abwägen muss. Jeder Zeitpunkt ist der richtige Zeitpunkt, um eben mit der veganen Vollwertrohkost anzufangen. Fettarm habe ich vergessen. Die vegane, fettarme Vollwertrohkost. So nenne ich das. Aber jetzt wo alles grünt und die Kraft der Energie durch die Erde schießt, ist es einfach nochmal motivierender und nochmal leichter. Und das Argument
Ich habe noch so viel gekochte Nahrung bei mir im Kühlschrank oder irgendwo. Das zählt nicht. Ihr könnt euer Essen verschenken und damit anderen Leuten eine Freude machen. Zudem es nicht so viele Kochnahrungssachen gibt, die man nicht auch noch lange aufbewahren kann. Ich denke da so an Reis oder Nudeln oder was. Nicht irgendwann, sondern jetzt Erfahrung sammeln und sein Leben bereichern. Bis morgen, euer Christian. Ciao.